Ah, da. Da geradeaus, da vorne. Hallo und herzlich willkommen wieder bei Minecraft. Dieses Mal machen wir zusammen, ich und Piper Diamond, ein Let's Play Together Weihnachtsvideo. Also servus Leute, viele machen mich wahrscheinlich noch vom Let's Play 015 kennen. Ihr kennt mittlerweile, sage ich mal, meinen Real Life Namen, ich heiße eigentlich Simon. Und ich habe mittlerweile einen eigenen YouTube-Channel sogar gehabt, Schwabenkraft TV. Hat aber nach 2 Monaten wieder aufgehört und war an Weihnachten rum vielleicht wieder anfangen oder auch gar nicht mehr. Übrigens, mein neuer Kanal, wo ich vielleicht wieder zurückkommen werde, heißt Oberschwaben Games. Und da werde ich dann nach Minecraft-Videos kommen oder andere Simulatoren, einfach ein wenig allgemeiner. Gut, dann bauen wir hier jetzt schon mal Holz ab und ja. Und wir nehmen jetzt 4 Videos auf und ja. Jede Woche vor Advent, also 4 Wochen vor Advent, kommt das erste Video und dann machen wir halt jede Woche eins bis zu Advent Videos und danach nicht mehr und dann halt wieder nächstes Jahr. Wenn wir es schaffen. Das schaffen wir schon. Also dieses Texturepack, wo ich hier gerade nehme, ist Honeyball Xmas. Das werden wahrscheinlich viele kennen. Und das von World LP heißt, oh, sag mir mal, Morley. Das weiß ich auch nicht. Warte, es heißt Minecraft Christmas Overhead. Irgendwas. Overhaul. Oder Head. Keine Ahnung. Entweder oder. Also ich würde sagen, wo sollen wir die Häuser herstellen? Da auf die kleine Insel, oder? Gut, der die Aussage, oder? Ja. Machen wir unser großes. Aber ich glaube, die Insel ist ein bisschen gleich von uns zwei. Ja. Dann bauen wir halt nach für nach, Jahr für Jahr eine Weihnachtsstadt auf und dann. Dann würde ich sagen, dann wohne ich oben auf dem Berg, oder? Ja, kannst du. Da ist Leben. Wir werden dann Jahr für Jahr. Ja, Jahr für Jahr eine Weihnachtsmap neu machen und dann wollen wir vielleicht, wenn wir Zeit und Lust haben, die Map sogar zum Download stellen. Ja, da wird man halt Jahr für Jahr so die Map so bauen, dass es halt eine wunderbare Minecraft-Map wird. Und das wird dann halt auch wunderbar. Molly, kommst du mal schön da hoch? Oh ja, ich komm. So. Also wie ihr seht, ich habe schon ganz lange nicht mehr Minecraft gespielt eigentlich. Bin da. Sondern haben wir jetzt eher auf 7 Days to Die fixiert eigentlich, nee. Brauchst du mein Holz? Ja. Gut, und mehr habe ich nicht. Gut, dann können wir noch ein paar Bäume abkloppen, gell, ne? Ja. Am Spawn gab es einen Wald, gell? Da würde ich sagen, laufen wir da nochmal, ne? Ja, gut. Ich folge dir mal geschwind. Ich baue hier noch kurz den Sand ab und dann bauen wir dorthin. Also ich wohne oben auf dem Berg, du kommst auch am Berg am besten hoch. Ja. Der Bann ist Sand weiß. Wohnst du hier unten, ich oben am Berg, oder? Ja, können wir so machen. Oder wir machen das Haus zusammen, wie weiß ich das. Also wie gesagt, wir sind uns ziemlich unsicher, wie wir es vom Let's Player her jetzt machen werden. So. Welche Schwierigkeitsgrad hast du eigentlich eingestellt? Warte mal, ich guck mal geschwind, so. Normal, ich mach's mal auf. Okay. Einfach oder sollen wir friedlich spielen? Was kommt, wie du willst? Mir ist egal. Ne, wir spielen mit Monster. Gut. Jetzt gehen wir nochmal zu dem Wald hin. Also ich hätte jetzt erstmal halt ohne Monster gespielt, weil Weihnachtszeit gleich friedliche Zeit, sag ich immer. Und dann ist es ja immer friedliche Zeit. Ja, weil ich einfach, dass wir auch die Weihnachtsstadt so aufbauen können, wie wir eigentlich mal Lust haben. Ja. Ja, wo sind wir jetzt da? Wo war es? Der Wald. Hat er. Also ich würde sagen, wir stellen Monster auf friedlich. Ja, gut. So. Endlich haben wir Ruhe. Ich glaube, du bist bei einem anderen Wald. In der dahinter ist ein Baum. Ja. Wo bist du? Zu dem Spawnpunkt von uns. Okay. Ich hoffe, wir hören uns schön. Hoffe ich auch. Und ihr hört uns schön. Wenn wir so leise sind und nuscheln und was weiß ich. Happy Halloween. War schon. Ich weiß. Ich geh jetzt mal die Eichen hier mal abkloppen, wo ich da gefunden habe. Holst du mal Eicheholz und sowas? Ja, dann tanze ich hier die Bäume kurz und klein und dann
nämlich wieder rüber. Ja, ja. Also wie ihr seht, die haben mittlerweile ein neues Skin und sowas auch schon. Alles für den neuen Kanal. Das hat mich, glaube ich, gerade völlig verhascht in der Biome. Wahrscheinlich. Bring du mal ein paar Eichholzblätter mit. Ja. Gut. Oder und das brauchen wir Zuckerrohr auch noch. Ja, nimm einfach mal alles mit, was du findest. Ah, ein Apfel. Ja, ja, ja. Ein Apfel. Also wie ihr seht, wir haben das jetzt auf Stand. Wir spielen jetzt auf Standard. Ein Apfel, ich bin schön vegetarisch. Ich bin Fleischfresser. Viele waren wahrscheinlich schon von unserem, neuen Kanal eigentlich gehört, Hobbylos TV. Falls ihr von da oder davor schon gehört habt, das ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Valentino LP. Das ist auch ein Schulfreund von mir, der macht auch viel Let's Plays und sowas. Ich würde sagen, wir bauen doch hier unser Haus hin, oder? Ja, können wir. Da haben wir direkt am Spawn. Auf jeden Fall, ich bin jetzt auch mittlerweile beim Gemeinschaftskanal dabei, nämlich Hobbylos TV. Das ist die Kanalvereinigung zwischen World LP, Valentino LP und mir. Valentino LP ist so der kleinste gerade im Moment im Bunde, oder so der kleinste Aktive von uns gerade, wo Videos macht. So, wer kriegt jetzt das Holz? Ich. Also, jetzt haben wir dann hier erstmal ein bisschen der Eichwein abkloppen. Gut. Ah, ich freue mich schon auf die wunderschöne Weihnachtsmap, wie groß und schön die wird. Also, wie gesagt, wir haben ja ausgesagt, dass wir die jetzt Jahr für Jahr immer größer bauen, 4 Folgen. Und dann bin ich mal gespannt, wie lange wir das Videoformat so durchhalten können. Sehr lang. Das halten wir sehr, sehr, sehr lange durch. Morle? Ja, Morle ringt übrigens gerade seine Katze hinterher, die wo rein losgegangen hat hier. So. Muss der Katze gerade kurz helfen. Das arme Ding. Also, so. So. So, brauchen wir noch mehr Holz? Also vorwiegend Eichenholzsammler. Na claro. Also, für die, was nicht wissen, was 7 Days to Die ist, oder was eigentlich viele von euch sogar kennen, aber ihr erklärt es einfach mal. 7 Days to Die ist auch so ähnlich wie Minecraft Plus, es hat die Grafik von, es sieht realistisch aus und ist ein Sandbox-Zombie-Shooter. Also, warum ich 7 Days to Die jetzt auch noch anfangen zu spielen habe, es ist so, ich lieb eigentlich Sandbox-Games richtig gern. Oder spiel die richtig gerne, weil einfach kreativ. Ich bin so ein kreativer Bub und ja. Und ich lasse mir auch immer irgendwelche neue Formate einfallen. Wunderschön, ey. Dann. Bei der Vorbereitung halt für diese vier Videos, wo man jetzt heute macht, hab ich mit World App jetzt zusammen noch ein Lied einstudiert, das wo wir zusammen vorher auf der World App spielt, nämlich Orgel oder eher gesagt Piano. Ja. Und ich Gitarre, oder eher gesagt zwei Instrumente, nämlich Gitarre und Hackbrett. Also für die, wo ich wissen, was ein Hackbrett ist. Ein Hackbrett ist ein volkstümliches Instrument aus Bayern oder aus dem alpenländischen Raum. Hat 96 Saiten oder noch mehr. Und hat. Warte mal, und hat ungefähr. Und ich habe jetzt das gibt diatonisch und chromatisch. Und das. Ich habe jetzt ein chromatisches Hackbrett, das ist der Typ von Tobi Reiser. Also ihr werdet jetzt wahrscheinlich dafür nicht so viel wissen. Hast du jetzt gerade eine Höhle gefunden, oder wie? Und dieses Hackbrett, das wird eigentlich mit so Schlägel oder Klöppel gespielt. Da ich leider bloß bei World RP jetzt gerade bin und mein Hackbrett schlecht mitnehmen konnte, habe ich mal meine Gitarre dabei. So. Da mache ich mir jetzt auch kurz Fackeln. Guck mal, hast du eigentlich noch Thema World RP? Ein Thema. Ich habe das Thema Minecraft-Versionen. Mods werden nicht so schnell geupdatet und ja, das ist eigentlich das Thema. Ja, wie gesagt, ich hätte jetzt auch nochmal lieben gern wieder meine Mods hier weiter treiben, aber das Problem ist, seit Java 8 draußen ist,
habe ich das Problem, dass ich meine alte Mojos mit dem Technik-Launcher nicht mehr halten kann. Einfach, wie gesagt, weil Java 8 ist mit Java 1.7. Ist mit Minecraft 1.6.4 unkompatibel oder eher gesagt nicht mehr kompatibel. Und Java 7 wird halt nicht mehr supported, weil da lässt nämlich nur laufen damit. Also komm, mache ich jetzt neuere Mojos. Genau. Ach, also schön. Praktisch, ihr wisst nur 1.7.10 und Landwirtschaftssimulator und das ganze Zeug, was ich auf meinem neuen Kanal auch wahrscheinlich bringe. Ich weiß es noch nicht ganz genau jetzt, wie und was ich da bringe. Gut. Hat eigentlich irgendwo so Schweine oder sowas gesehen? Ja, an der Höhle. Gut, die holen wir noch. Kannst du ja vernichten. Ich werde hier noch Stein abbauen. Gut. Mach das. Schafe auch schon irgendwo gesehen? Nein, noch nicht. Wächst im Bett nämlich, du weißt schon warum. Schäfchen noch nicht, Schweine schon. So. Also ich und Minecraft, da Willi würde mich wahrscheinlich noch auch davon kennen. Und ich habe wie gesagt immer noch mein altes Notebook auch. Aber es wird wahrscheinlich eh jetzt zu nach Weihnachten dann auch ein neuer Rechner geben, wenn ich genügend Geld habe halt. Und ja. Mehr kann ich einen Moment noch zum neuen Kanal sagen, außer dass es vielleicht echt schon aufgefallen ist, dass ich einen neuen Skin habe. Im Moment noch ohne Diamant, aber der kommt noch. Ehrlich gesagt. Und ich finde ihn eigentlich viel schöner wie mein alter rot-grüner Piper, der wo immer ein bisschen aggressiv aussah. Ja, in der Tat. So, dann werde ich hier noch Holz abbauen. Wo schaust du da Haus in der Mole? Ich? Ja. Ich habe mir mal überlegt, dass ich mein Haus in den Untergrund reinbaue. Ich baue da einen riesigen Raum. Wo du dir erstmal gestellt hast, das ist deine Let's Play Map. Ja. Aber da baue ich dann erstmal im Untergrund so einen Raum. Aber das heißt, ich mache glaube ich echt ein Koppelhaus mit Kamin und sowas. Im Haus und so. Was bist du eigentlich gerade? Holz abbauen. Weil ich Holz brauche für Fackeln. Für Fackeln? Ja. Für Fackeln. Ich hoffe, ihr hört uns da so schön. Wenn nicht, dann müssen wir das Ding halt dann lauter stellen. Da ist eine Kuh und Hühner überall. Aha, mit Bammelmützen. Ja, bei mir nicht. Ich habe nämlich Honeyboy Christmas Resource Pack, den dann. Und ich hoffe, dass es dann mit dem Ton funktioniert, weil dein Ding hört man da. Nimmt mein Mikrofon auch auf. Ich weiß gar nicht, ob mein Laptop überhaupt ein Mikrofon hinter drin hat. Auf jeden Fall, bei Valentino LP war es so. Ich weiß halt bloß von ihm, wo ist eigentlich die Höhle. Hier, wo es Licht ist. Licht? Ah, da. Da geradeaus. Da vorne. Im Wasser. Da drüben ist er. Da? Ja, da geradeaus rein. Also, Morley hat wieder Probleme mit seinem Internet und dem Skin. Immer doch. Ach, da ist die Wo ist denn diese scheiß geschissene Höhle jetzt? Na, da. Nicht im Wasser. Außerhalb. Da. Ja. Ah, da. Da ist schon einen kleinen Weg runtergebaut. Gut, dann hol ich mal. Da unten ist Golle. Das Pilz. Also, ich hol mir jetzt auch mal einen Stein von meinem Haus hier. Wie nehmen wir mich schon auf? Keine Ahnung. Also wir haben um 10 vor 4 angefangen, also jetzt knapp 2 Folgen schon. Echt, dann nehmen wir nochmal 2 Folgen auf. Ja, dann machen wir in der Tage machen wir 4 Folgen. Halt pro Woche eine. Ja. Und wenn ich es vielleicht komme ich vielleicht noch vor Weihnachten zu Wort RP, dass man dann auf den Nitrato-Spendeserver gegangen hat. Aber das verspreche ich jetzt mal neu, dass man das mal hat. Mal schauen. Vielleicht machen wir es, vielleicht aber auch wieder, wie gesagt. So, dann baue ich hier noch das Holz Pilz, ab. Pilz, Blume, Pilz.
Bloß ich hoffe, dass mein Mikrofon deinen Sound dort nicht aufnimmt. Oder vielleicht doch. Ist egal. Du hast doch bei dir eingesteckt am PC. Ich weiß. Aber es hört sich ja komisch an. Oder auch nicht. In der ersten Folge dürfen immer Fehler auftreten. In der zweiten werden dann Fehler behoben. Was wir ja nicht machen können, weil wir 4 Folgen hintereinander aufnehmen. Ihr seid eine Stunde am Stück aufnehmen. Ich hab Golle. Komm mal runter. Gleich. Ich muss da oben noch was erledigen. Eigentlich, wir sind gerade immer in unserer Schneebiome, wo man eigentlich wohnen wollte. Nicht. Das sah bloß das Texture-Pack bei dir gerade so aus. Oh. Egal. Ist trotzdem hier schön. Übrigens, Valentino LP macht gerade zur Zeit Pause, weil er hat ein bisschen Probleme gerade daheim. Mit seinem Mikrofon. Nicht mit seinem Mikrofon, sondern er hat gerade ein bisschen private Probleme daheim. Ach so. Im Kanal. Also da wird vor Januar jetzt glaube ich nichts mehr kommen, erstmal bei ihm. Wie gesagt, weil ich hab eh zur Zeit sein Headset daheim liegen, weil er Probleme gerade mit der Aufnahmequali eh hat. Also praktisch, er hat im sein Laptop hat er intern das Mikrofon. Und er hat immer das Headset zwar aufgehört, aber es hat immer gescheit funktioniert, weil er immer das Laptop-Mikrofon aufgenommen hat. Das müsst ihr doch wissen. Ja, deswegen ja. Nimmt er deine erst wieder irgendwann nimmt er erst auf. Im Januar auf, wenn er mir das sagt. Also er hat gerade nur PC-Arrest. Der Arme. Der arme Valentin, ja. Ich bin jetzt mal gespannt, was er noch erzählt. Hier gibt es übrigens noch mehr Kohle. Und jetzt ist mal Spitzhack geschaut. Ah. Ich darf mir bei dir ein bisschen was holen oben. Ja. Komm, roll hoch. Keine Ahnung, wie viel Material schon oder wird LP zusammen hat. Es geht immer Schlag auf Schlag. Brauchst du auch ein bisschen Licht? Ich komm grad runter. Oder sollen wir das hier nur als Mine machen? Das können wir als Mine machen. Das wird dann hier eine große Mine. Ja. Da das ist unsere Mine weiter. Ist hier. Ah, super. Nee, darf man nicht sagen. Ah, hier warst du. Da wieder, wo ich Kohle geholt habe, ja. Mein Ressourcepack ist eigentlich eh heller kalt wie das von Morley. Äpfel. Was ist das hier? Ah, Kohle. Meine Kohle. Schaffi's! Die habe ich jetzt noch nicht klein, die Schafe. Ich habe Schafe gesehen, gell? Ah. Ja, hier gibt es Schafe. Schön. Ist der Ofen da? Jetzt bin ich hier gerade aus der Höhle rausgekommen und warte. Ich weiß, ich habe den Ofen mit runtergenommen. Super, hier, ich habe gerade hier 2 Schafe gesehen. Die hole ich mir nachher. Hast du Eisen da? Nein, habe ich nicht. Du bist gut. Ich weiß, ich bin der Beste hier. Wo hast du den Ofen? Wo bist du gerade? Da unten. Machst du den Ofen? Was? Bau den magst du irgendwo, ne? Und die Werkbank brauche ich auch. Gut. So. Was ist das hier? Also, dann machen wir mal geschwind. Was wollt ihr? Ihr wollt noch irgendwas machen? Also, Steinspitzhacke. Ich weiß nicht. Also, ich suche jetzt eine Runde Eisen. Ja, gut. Fackeln. Was ist das hier für Zeug? Kobbel. Eisen. Eisen suche ich gerade hier. Oh je. Oh, komm mal. Ja, komm mal damit. Das ist eine gute Idee. Autsch. Lava. Lava, ole, ole. Na, Eisen sieht sich, glaube ich, gerade schlecht aus, was Eisen betrifft. Gehen wir da schnell zurück. Oh, sie meißeln sich mich schon hinter mir. Da ist Eisen. Wo? Bist du? Oh, da hinten. Ah, was? Ist da Wasser drin? Kommt da jetzt das Wasser her? Dann können wir hochschwimmen, da gespinnt war. Ah, das war Eisen, oder wie? So. Wunderbar, wunderbar. So, haben wir hier noch.
Eine schöne Goldgrube. Golle. Wunderbar. Hier ist auch noch schön Kohle. Da überall ist Kohle. Ich finde aber auch blöd, dass was? Die Mod-Entwickler, auch Forge-Entwickler und so, mit dem Update nicht mehr hinterherkommen. Also wenn Microsoft das neue Update noch ein anderer Nussbox fast wöchentlich wahrscheinlich nicht mehr zur Zeit mal. Na, dann kommen sie Quizit hinterher. Oh, hier ist es wunderschön. Bisschen gerade kommen. An einem anderen Viertel. Ah, da. Dann bist du wahrscheinlich dann. Ja, dann fallen wir an Kohle. Schön. Ah, eine Fledermaus. Da bist du. Ah, du bist da unten quer, oder? Du warst da. Hier ist es so riesig. Da sind wir jetzt hochgekommen, ich glaube da, gell? Ah. Ich guck euch schon zum Ofen hoch. Schön. Das ist hier so ein riesiges, komplexes Ding. So, oder? Wo war es, der Ofen da? Also bringst du mal das Eisen hoch am besten? Ich bin gerade irgendwo. Und erkunde die Welt. Du bist auf Ebene 17 eigentlich, oder? Darf vielleicht. Warte mal. Ebene. Da geht's ja gar nicht weiter. Wir kommen da, folgt die Fackler. Hä? Folgt die Fackler. Folgt die Fackel. Wo du runterkommen bist. Ich weiß, aber ich erkunde hier noch. Ey, du musst, ich muss jetzt mal Eisen, so jetzt halt mal Eisen schon selber. Bist bisschen nur runter. Das passiert mir immer. Wo bist denn du? In einer Schlucht. Warte, ich komm schnell. Alter, hol mal das da noch. Bist du da runter, oder? Ja. Wo ich jetzt gerade bin? Ja, wüsste ich. Also ich folge dir runter. Ja, einfach da runter. Einfach im Wasser folgen, dann kommst du zu mir. Cool, Gold ist das. Gold. Kann man nur mit Eisen abhauen. Deshalb wollte ich ja gerade Eisen. Ja, genau. So. Die Schlucht war da oben irgendwo. Ich such mal, dass ich jetzt mal such. So, jetzt musst du. Hä? Da hier hoch. Da. Da lang. Da, nee, da. Da lang. Da hinten. Oben hoch. Rechts, ja. Da lang. Da bist du scharf. Vor mir. Schieß mich. Ah ja. Wo ist der Schlucht? Da oben, oder? Ja. Komm. So, und nu? Bist du? Bist? Hier, komm, hier hoch. Da. Umdrehen. Da. Komm, hier hoch. Gut. Und dann hier lang. Schau, ein bisschen komplex, was wir stehen hier. Ja, ich habe ja schon alles gemerkt, wo was ist. Unter Wasser. Bau uns mal runter. Oh geil, da unten ist Lapis oder Dia, kennt das sein, noch nicht mehr geschwind. Ja. Das Lava. Das Lapis Lazuli. Gehen wir da einen Block weg? Ne, Golle. Gehen wir einen Block weg? Ja, ja, weg. Gleich, ich hab neue Kohle. Oh, da hinten ist noch mehr Kohle, die hole ich aber nicht. Gut. So, ich erkunde hier mal die Schlucht. Bisschen holprig da unten.
Wasser. Ich habe auch kleine Schluck. Ich weiß. Danke. Ups. Das bin ich einfach aufgewuchtet. Guck mal, Diamante gibt es hier schon auch. Blöd, so eine kleine Schlucht. Wie ich mal Diamanten hat, hab den Golle. Also. Eine sehr, sehr kleine Schlucht. Jetzt müssen wir irgendwie wieder rausfinden hier. Geht ganz einfach. Mach ich jetzt mal lang. Komm, ich gucke mal dahinter zu dem Lava-Ding. Autsch. Ups. Ah! So, die Stuff gesammelt. Nein. So mache ich, wenn. Spaß muss auch mal sein, Leute. Aha. Dann komme ich schnell wieder. Das nächste Skill dort an mich. Ah, hier. Du hast keine Eselspitzhacke, oder? Ich habe nichts mehr. Nee, ich müsste gerade mal gucken, ob du eine Eselspitzhacke Kit hast. Nee, hast du nicht. Ich brauche aber Eisen. Hast du Kit, hast du gesagt. Ja, mehr als genug. Müssen wir jetzt herkommen? Von da unten, gell? Und dann dahin rum. Mit der Wasserfall hoch. Kannst mir da meine Sachen wieder geben? Mach ich. Also ich glaube, darf ich dir noch schon ein paar Eisenbarren klauen. Kannst mir das ganze Eisen klauen. Weil ich brauch's nämlich, glaube ich, dringend jetzt wieder. Ich will eine Schere machen und ein bisschen Christmas-Zeug da. Einfach. Also irgendwie ist der Wasserfall da noch voll geschickt. Ah, da kommt das schon wieder. Was so eine kleine Spitzhacke ausmacht beim Morley. Sehr, sehr viel. Drei Hitpoints, er hat nur drei Hitpoints. Ne, 20 sind es eigentlich. Also, Iron Ore, Birkeholz hat er noch gehabt. Das sieht ganz so komisch aus. Ich hatte sehr, sehr viel. Also ich ziehe jetzt, glaube ich, wahrscheinlich das für. Nein, das ist Gras, das ist Erde bei dir. Also ich mache mir schon das Schere. Aha. Schön, schön. Also. Also komm mal her. Bin unterwegs. Oh, die kommt schon hoch. Also wir nehmen derzeit noch 3/4 Stunde auf.